Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft-Leben. Das ist jetzt mittlerweile schon die dritte. Und ja, es ist leider Gottes Nacht. Entweder auf dem Server ist es Nacht, es regnet oder vor meinem Haus sind irgendwie 500 Millionen Creeper. So. Ich muss euch jetzt erstmal ganz kurz was erzählen. Und zwar, ich habe mir so eine Handy-App runtergeladen am Handy, die sich MineChat nennt. Ja, dann dachte ich mir so, boah, voll cool. Jetzt kann ich da mal einfach so drauf schauen, mal gucken, was das so ist und so weiter. Und was ist dann passiert? Boom! Boomstory wurde von einem Spider erschlagen. Dachte ich mir so, wie kann das sein, wenn ich nur bei einem Chat online bin? Ich wusste jedoch nicht, dass eben dann der Charakter gleichzeitig auch online geht, nur AFK eben rumsteht. Super. Ich habe dann hier eine Haltbarkeit 3, Glück 3, Effizienz 4 Hacke verloren. Eine mega gute Diamant-Axt und ein richtig gutes Schwert. Das hat mich echt ein bisschen geärgert, weil ich habe es nicht mehr geschafft, rechtzeitig auf den Server zu kommen, um die Sachen zu retten. Und deshalb waren die dann alle weg und da war ich echt traurig. Aber zum Glück habe ich wieder eine und wie ihr seht, ich habe Diamanten gefunden. Das blende ich euch jetzt hier ein. So, und wie ihr gesehen habt, da habe ich einige Diamanten gefunden. Und das war schon ziemlich cool. Da habe ich nämlich ein bisschen mit Nilo gefahren. Und das war auf jeden Fall sehr fresh. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich habe in der letzten Zack-Folge gesagt, dass wir die Bäckerei bauen. Und das machen wir auch. Ich habe mir da einen kleinen Ort ausgesucht, wo wir die Bäckerei hinbauen. Oh, ich habe keine Fackeln dabei. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Denn mir hat jemand geschrieben in die Kommentare, ich sollte doch bitte, bevor ich eine Folge mache, würde er zumindest gut finden, mir schon mal so einen Plan zurechtlegen, was ich machen möchte. Und ich möchte eben in dieser Folge an der Bäckerei bauen. Ich werde euch schon mal sagen, die Bäckerei wird nicht, die wird nicht von vorne komplett aufgenommen sein. Sondern die wird einfach so ein bisschen Mischmasch sein. So, ich muss hier jetzt erstmal alles ausleuchten, weil hier spawnen sonst alle. Und wie ihr seht, sind wir hier schon in der Bäckerei. Also das hier ist unsere kleine Bäckerei. Ich habe nur schon mal das Grundgerüst gebaut, ist von einem YouTube-Tutorial. Deswegen werde ich immer mal so ein bisschen drüber gucken, weil ich mir das gern angucken möchte, wie der das baut. Oh, das sollte ich nicht anschauen. Ich hoffe, er brennt. Oh, er ist gestorben. Das tut mir aber leid. Oder doch nicht? Boah, dieses Geräusch ist richtig ekelhaft. Aber ich würde sagen, wir machen in der Nacht einfach mal den Shader aus. So sehen wir nämlich ein bisschen mehr. Und hier entsteht Bumsis Bäckerei zum verfaulten Kuchen. Ihr könnt euch gerne noch einen besseren Namen überlegen, aber das war einfach nur mal so spontan. So, zack, genau. Jetzt haben wir hier diese Steinziegel und die müssen wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen schön hier platzieren, denn wir wollen ja auch schließlich eine schöne Bude haben, ja. Wir wollen ja, okay, Flummelchen, hallo. Wir wollen natürlich eine schöne Bude haben und ich glaube, dass da unten rum sogar noch. Ich packe da jetzt mal Cobblestone hin, weil ich habe das andere nur teilweise zum Ersatz hingelegt. Und dann hat mir noch jemand geschrieben, ich sollte bitte einen Zeitraffer machen. Das geht schlecht, weil ich weiß nicht, ob es irgendwie so ein Plugin gibt, womit ich mich selbst filmen kann, wenn ich spiele. Und einen zweiten Charakter hier herzustellen, nur um mich da abzufilmen, ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal so lassen. Genau, das gehört so her hin. Und das hier wird alles noch aufgefüllt. Also das kommt noch. Also das hier ist das Fundament und das wird außen dann auch noch mit Erde aufgeschüttet. Deswegen habe ich da gestern schon mal so ein paar Sachen reingelegt, die wir eventuell brauchen. So, dann gucke ich hier mal ganz schnell weiter. Okay.
Okay, so. Machen wir das hier wieder weg. Und dann packen wir hier wieder schön die Steinziegel rein. Das ist natürlich super schön. Ich muss sagen, ich möchte hier an dieser Stelle ganz kurz was erwähnen. Und zwar hat der liebe Debitor eine Website, wo man uns live verfolgen kann. Das bedeutet, das ist so eine Website, wo man einfach sieht, wie entwickelt sich die Stadt gerade, wie sieht die Stadt gerade aus. Ich glaube, gestern konnte man auch noch genau sehen, was die Spieler gerade machen. Tut mir leid, dass ich da jetzt immer rüber gucken muss, aber ich muss ja schließlich schauen, wie der das hier macht. Ich mache es dann immer aber mit ein paar anderen Materialien und so, wie es mir eben besser gefällt. Genau, und dann brauchen wir jetzt ein bisschen Holz. Und dazu nehmen wir einfach gleich das Tropenholz, das wir hier haben. Dann haben wir mal so ein bisschen einen abwechslungsreicheren Boden, würde ich mal sagen. Zack, perfekt. Und dann legen wir einfach mal den Boden aus. Eine Schaufel bräuchten wir auch. Dann packe ich zack, zack, zack einfach mal den ganzen Crap hier rein. Und hole mir einfach mal hier schnell eine schöne Schaufel. So. Ja, wie soll ich sagen? Guckt einfach mal auf die Webseite. Das ist wirklich eine sehr, sehr professionell gemachte Webseite, wo ihr einfach den Fortschritt der Stadt überwachen könnt. Ich weiß nicht, ob das nochmal eingeschalten wird, dass man uns auf Schritt und Tritt verfolgen kann, weil das ist dann schon so ein bisschen komisch. Aber ich finde das wirklich eine sehr, sehr coole Idee. Und die ist auch wirklich super gut umgesetzt. Also ich glaube, mit einer Mini-Verzögerung von ein paar Sekunden seht ihr alles, was gerade live gebaut wird, in so einer Vogelansicht. Also ihr seht das alles von oben, so eine Vogelperspektive. Das ist übrigens kein Livestream. Ihr könnt da auch ranzoomen, rauszoomen und so weiter, wie euch das lieb ist. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee und deswegen möchte ich das unterstützen und deswegen würde ich es cool finden, wenn ihr da einfach mal auf die Website geht. So, die Bäckerei ist 9 breit. Nur schon mal für die Leute, die es interessiert, die ist 9 breit. Und der Eingang wird nicht, das werden keine zwei Seiten. Also das hier wird der Eingang werden. Hier kommt dann wahrscheinlich noch irgendwie eine Treppe hin oder so. Aber das hier wird der Eingang werden. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch einige Dias. Davon habe ich aber noch, ich glaube, 7 Dias Pixelwolf gegeben. Da haben wir getauscht gegen Lapis Lazuli, die er mir gegeben hat. Dann, also ich glaube, 9 Dias habe ich ihm gegeben, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt habe ich nur noch 13 Dias oder so. Und ich brenne. Warum brenne ich? Weil er brannte? Ja. Auf jeden Fall ist der Server sehr, sehr hardcore eingestellt. Also. Das hier ist auf jeden Fall kein Kinderspiel und das hier ist auf jeden Fall. Also hier zu überleben ist wirklich ein Talent. Muss man wirklich teilweise ein Talent haben, weil alle paar Minuten wird hier irgendjemand gesprengt oder so. Genau, hier werden auch ganz oft geschrieben, wer ist Kalusi? Kalusi ist, glaube ich, auch eine YouTuberin. Willkommen. Ja, Holy LP nimmt jetzt auch auf, das allererste Mal. Also wenn jemand das allererste Mal auf den Server kommt, dann steht hier Willkommen im Minecraft-Leben und dann der Name. So, da packe ich jetzt erstmal Granit hin. Da kommt aber noch was viel Schöneres hin und zwar gebrannter Ton. Das habe ich jetzt aber noch nicht, das müsste ich nachher noch farmen. Aber in der Zwischenzeit kommt das hier hin. Dazu müssen wir einfach mal hier. Soweit ich weiß, hier. Genau, hier setzen wir erstmal die Treppen. Also das ist immer so das mit Schwierigste, so Sachen zu bauen, die in die Höhe gehen. Zum Beispiel, wie ihr seht hier drüben bei meinem Haus, musste ich mich einfach immer so die ganze Zeit mit so Erde, mit so einem Erdegerüst hochbauen. Das war schon ein klein bisschen anstrengend, sage ich mal. Also das hat schon ein paar Nerven gekostet. So. Ich werde hier jetzt noch ein paar Treppen machen. Ich sehe aber auf jeden Fall schon, dass wir schon wieder viel zu wenig Treppen haben. Das ist auf jeden Fall nicht sehr gut. Es ist nicht sehr gut, aber dann werde ich einfach mal wieder in der Zeit ein bisschen Holz farmen und das dann cutten, sodass ihr das nicht sehen müsst. So, zurück mit einer Sichtweite Tiny und aber einem Shader. Dachte ich mir so, ja, blende ich doch mal die anderen Sachen aus, aber dafür haben wir hier schön Bauspaß mit Shader. Habe ich jetzt ein Stack Holz gefarmt, hat gar nicht mehr so lange gedauert. Und jetzt müssen wir uns daraus erstmal
den ganzen Crap hier entfernen, ja? Dieser ganze Crap hier, das ganze Essen hier, das ist alles hier. Moment, C Private, habe ich das schon gesichert? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, habe ich bereits gesichert, perfekt. So, dann machen wir uns erstmal jetzt hier ein paar Stufen. Das ist schön. Und hier auch noch ein paar. Weil ich weiß ja, wie schnell solche Stufen versemmelt werden. Also das geht ja auf jeden Fall ziemlich fix. Und da ist es dann natürlich nicht so toll, wenn ich dann auf einmal nichts mehr habe. So, zack. Dann gehen wir hier hoch und bauen das hier gleich einfach mal weiter. So wie wir es auch gemacht haben vorhin. So, perfekt. Und dann muss eben jetzt hier an der Seite kommen hier so zwei Dinger hin. Und dann werden die anderen Treppen, ich glaube, so platziert. Müssten so platziert werden, Moment. Okay, ja, genau, die werden dann so platziert. Und auf der anderen Seite machen wir jetzt genau das Gleiche. Das heißt, haben wir noch hier ein bisschen... Das kann es nicht sein, ich mache den Shader an und die Sonne geht unter. Mann, das ist unfair. Das ist echt unfair. Kaum will ich mal den Shader anmachen, geht die Sonne unter. Und wahrscheinlich regnet es dann wahrscheinlich schon am nächsten Tag. Das ist so gemein. So, erstmal hier. Zack, perfekt. Und hier auf der Seite erweitern wir das auch gleich nochmal. Eins zurück. So, zack, perfekt. Gut, ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr das wollt, wenn hier beim Bauen ein Shader mit dabei ist. Ich finde es eigentlich ganz entspannt, weil das hier sieht dann echt... viel schöner aus. Also man darf sich aber auf jeden Fall hier nicht angewöhnen, mit Shader zu spielen, weil wenn man dann den Shader ausmacht, dann erwacht das Grauen, dann sieht das Ganze nämlich nicht mehr so schön aus, aber immer noch erträglich. So, zack, erstmal hier hoch, dann können wir hier gleich das machen, was wir nachher eh machen müssen, und zwar zack, zack, dann packen wir hier genau wieder die Treppen hin, wie auf der anderen Seite auch. So, zack. Packen hier dann wieder die Treppen andersrum hin. Das sieht halt dann allgemeiner schöner aus. Aber ich gucke jetzt mal, ob es hier irgendwie einen Shader gibt, der in der Nacht auch schön aussieht. Oder der wenigstens hell ist. Nee, ich mache den in der Nacht lieber auf dieser Seite wahr. Denn da hat er dann jetzt was anderes gemacht. Und zwar hat er hier... Ich wollte es einmal alleine machen und dann ist es schon wieder falsch. Das ist doch nicht normal. So, erstmal hat er hier alles platziert. Dann kamen darauf wieder die Treppen. Und darauf kamen dann normalerweise wieder die Holzstämme. Und genau so ist es auch. So, zack, 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 zack. Perfekt. Und hier oben kommen dann wahrscheinlich wieder die anderen hin. So wie es bei den meisten Dächern so ist. Aber das bekommt dann halt so eine kleine abgerundete Form. Hier kommen wahrscheinlich dann noch umgedrehte Treppen hin, weil das einfach schöner aussieht. Und ich werde auch auf jeden Fall so ein Monument weghängen lassen, wie ich das auch bei meinem Haus gemacht habe. Also oben diese Dachverzierung. Ich muss sagen, die finde ich nämlich echt schön. Und deshalb werde ich das auf jeden Fall auch machen. Zack. Jetzt haben wir wieder einige Treppen hier. Ein Jump'n'Run. Wir haben es wirklich aufs Dach geschafft. So. Zack. Zack. Wieder falsch gemacht. Die hier müssen nämlich weg. Und dann müssen die hier hin. Und die verbunden. Zack. Dann sieht das nämlich so aus. Und oben kommen dann hier wieder diese Stämmen hin. Das ist natürlich, ich muss sagen, wenn das jemand im Game-Mode baut, ist das natürlich auch viel einfacher, als wenn das jetzt jemand hier wie ich im Survival baue. Also das ist echt, da ist echt ein Unterschied bei. Und ja, deshalb dürft ihr mir das nicht übel nehmen, wenn ich da vielleicht mich ein bisschen ungeschickter anstelle, weil, nein, nun ja, so ist das halt. Hab ich das? Ja, ich hab's richtig gemacht. Ich hab's richtig gemacht, Leute. So, aber hier drüben habe ich es noch nicht gemacht. Das ist eine Schande, deswegen muss ich das jetzt unbedingt schnell machen. Jetzt komme ich hier nicht mal raus. Och Leute, deswegen baue ich immer so gerne im Offscreen-Modus, weil ich manchmal einfach zu verpeilt bin. Und ich möchte euch das echt nicht antun, wie ich dann manchmal wie so ein Chaot irgendwas baue. Und ihr feiert das auch noch, also... So,
Genau, so hat er das gemacht. Und dann hat er hier die Treppen so platziert, wie wir das hier aber schon richtig gemacht haben. Das heißt, der hätte es gar nicht so umständlich machen müssen, Leute. Der hätte das gar nicht so umständlich machen müssen. So. Und hier oben kommen die dann auch hin. Genau, habe ich mir schon fast gedacht. So, zack. Bam, bam, bam. Dann können wir das hier wieder abbauen. Und jetzt kommen schon die kleinen Treppen dran. Das heißt, wir packen uns hier mal eine schöne Werkbank hin. Das sieht nämlich schön aus. Und dann machen wir uns hier ein paar Fichtenholzbretter. Ich muss hier auf jeden Fall schneiden, weil ich bin jetzt schon bei fast 30 Minuten und das kann ich doch nicht bringen. Das kann ich doch nicht bringen. Zack, zack. Und deswegen dachte ich mir so, ja, vielleicht werde ich doch einfach, wie ich das aufnehmen, wie ich ein Haus baue, dann aber vielleicht einfach nur drüber kommentieren und das im Hintergrund einfach mit einem Zeitraffer. Oh, ich habe mich auf den hingesetzt. Und einfach im Hintergrund mit dem Zeitraffer laufen lassen, weil es vielleicht für manche dann entspannter ist, sich das Ganze hier zu geben. Genau. Ach, und jetzt kommen innen drin wieder diese schönen Treppen hin. Okay, dann baue ich mich jetzt mal wieder rein. Wie alle, ja. Nein, das möchte ich gar nicht. Sondern ich möchte eigentlich nur hier rüber. Es kommt dann natürlich alles noch weg. Keine Angst. Keine Panik auf der Titanic. So. Genau. So. Hin. So müsste es eigentlich passen. Genau. Dann habe ich hier zum Beispiel noch solche Stufen. Die gehören dann hier hin. Zack. Jetzt sieht es zumindest gleich aus wie auf der anderen Seite. Ich hoffe, das passt so. Und jetzt muss ich mich hier nochmal hochbauen. Ach Leute, ich sag's euch. Das ist immer so ein actionreiches Ding, wenn ich hier irgendwas baue. Gut. Und wie ihr seht, fehlt mir schon wieder die erste Werkbank. Zack. Muss hier wieder eine Werkbank hin. Und egal, ob die vielleicht ein paar Meter weiter rechts steht. Nein, ich brauche eine Werkbank, eine neue. Ja, hier daneben. Nee, ich brauche eine neue Werkbank. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber ich benötige auf jeden Fall immer wegen jedem Scheiß eine neue Werkbank. Das ist aber irgendwie auch so ein dummer Tick von mir. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist das so. Gut. Zack. Und jetzt sind wir aber eigentlich auch schon, glaube ich, fast fertig mit dem Dach. Und dann möchte ich. So ein Wunder. Genau. Was ich jetzt aber machen möchte, ist, ich ziehe das jetzt schon. Ich mache das jetzt schon. Weil ich möchte hier wieder so eine richtig schöne. Sieht irgendwie nordisch aus. So eine richtig schöne Einkerbung. Ich finde, das sieht gut aus. Was sagt ihr dazu? Ich finde, das sieht immer schön aus bei so einem Haus. Das hat irgendwie was. Und ja, sieht von hier bisher jetzt so aus und für eine kleine Bäckerei. Oh, Creeper. So, du gehst erstmal sterben. So, perfekt. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall noch das Gerüst lasse ich stehen. Und ich lasse es jetzt, denke ich, einfach mal so, wie es auch in der Folge beziehungsweise davor war. Denn ich werde hier dann einfach schön weiterbauen in der nächsten Folge, sodass ihr alles vom Haus mitbekommt. Ich werde da jetzt nicht mehr irgendwas offscreen machen. Vielleicht das Einzige, was ich eben mache, ist dann offscreen farmen. Aber ich möchte jetzt einfach hier schön wieder mit Shader Tschüss sagen. Und das ist so ein bisschen ein verschwommener Shader, so ein bisschen ein Smoother. So Leute, ich würde euch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir ein nettes Kommentar und ja, dann freue ich mich auch schon drüber. Und wie ihr seht, ich lese die natürlich auch vor. Ich werde die das nächste Mal einblenden, die Kommentare, damit ihr das auch seht, dass das auch wirklich geschrieben wurde. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao!